Hallo ihr Leseratten und willkommen zum Lesemonat. Hallo ihr Leseratten und willkommen zu meinem Lesemonat. Hallo ihr Leseratten und willkommen zu meinem Lesemonat. Welche Bücher habe ich im August 2024 gelesen? Nicht gelesen, sondern gehört habe ich Böses Licht von Ursula Poznanski. Absolut genial wieder. Hat von mir 4 Sterne bekommen. Und ist auch wieder genauso genial wie der erste Band, weil es auch da... Also geht einfach im Prinzip ein bisschen weiter, aber anderer Fall. Aber eine Sache geht halt weiter. Ich kann es nicht erzählen, sonst würde ich zu sehr zu einem spoilern. Und ich hoffe auch, dass es noch weitergeht, weil eigentlich ist das, was da zwischendrin noch passiert, was sich über beide Bücher hinwegzieht, noch nicht abgeschlossen. Mein Vater meinte auch, er hat es auch gelesen, beide Bücher. Ich meinte auch, da ist dann noch mehr möglich, da ist das doch nicht zu Ende. Da fehlt dann noch eine ganze Menge, da ist doch noch so viel Fragen offen am Ende, dass man bitte, bitte noch weiter lesen möchte. Also ich hoffe, dass da weitere Bände folgen werden. Und kann ich es auch hier nur empfehlen. Vor allem, ich habe schon mal die Frage bekommen, ob es denn mit Beatrice Caspari und Florian Wenninger weitergeht, also die 5-Reihe, also die in Salzburg spielt, und hat immer gesagt, nee, bis jetzt kam noch nichts weiter und so weiter und nichts. Wenn ihr diese Reihe mochtet, dann lest auf jeden Fall die Reihe und fangt auch mit dem ersten Band an, wie gesagt. Im zweiten Band gibt es ein Crossover mit Beatrice und Florin und ich dachte so, nein, das, denn unsere Protagonistin hier, Fina Planck, genau, wird nämlich einberufen nach Salzburg, beziehungsweise der Fall beginnt in Wien und wird nach Salzburg verlagert und deswegen kommt sie auch mit Beatrice und Florin in Berührung und die beiden, oder die drei, ermitteln gemeinsam, also eigentlich noch mehr, aber die drei Hauptleute, wie ich sie jetzt mal nenne, ermitteln gemeinsam und das war so klasse. Erst war sie nur am Telefon, Beatrice, und ich habe mir so, oh, wie genial. Und dann war es wirklich so ein richtiges Crossover und gemeinsames Ermitteln. Und von daher kann ich die Reihe für jeden Fan der anderen Reihe von Ursula Poznanski wärmstens empfehlen. Lest die Bücher, sie sind auf jeden Fall richtig, richtig gut. Genau. Achso, worum geht's eigentlich? hier geht es darum, dass in dem Wiener Theater ein Mord passiert und der natürlich aufgeklärt werden möchte. Aber die Theatergruppe hat einen Auftritt in Salzburg. Deswegen verlagert sich das Ganze auch in Salzburg und soll da im Theater auftreten mit dem Stück. Ja, und dann passieren noch mehr mysteriöse Dinge. Also es bleibt nicht bei einem Mord, sagen wir es so. Und ja, das muss natürlich irgendwie aufgeklärt werden. Das ist alles sehr, sehr, sehr mysteriös, sehr, sehr komisch. Und viele geraten in Verdacht von der ganzen Truppe. Und wer es am Ende gewesen ist, müsst ihr natürlich selber lesen. Aber es ist... es ist wirklich gut. Also es hat mir richtig gut gefallen. Wie gesagt, vor allem, wenn ihr es hört, habt ihr noch mal ein bisschen Schockfaktor. Gut, wenn ihr den ersten Mal gelesen habt, wisst ihr es in dem Band schon. Oder gehört habt vielmehr, wisst ihr es in dem Band schon. Aber ich finde es einfach nur großartig. Das ist echt eine super Sache, die da beim Hörbuch gemacht wurde. Beim Buch lesen merkt man das nicht so sehr. Aber beim Hören ist es auf jeden Fall ein Erlebnis. So, dann habe ich gelesen, und da wusste ich nicht mehr, dass es ein Wälzer ist, habe ich erst nach dem Lesen festgestellt. Ich flog am Anfang auch durch die Seiten durch, wie weiß ich nicht was. Hinterher wurde es ein bisschen schwächer, nicht schwächer, ich hatte nicht mehr viel Zeit zum Lesen. Also habe ich geschwächelt, so. Und zwar, je größer der Dachschaden, desto besser die Aussicht von Alexandra Potter. Was für ein geniales Buch. Nee, 5 Sterne für dieses Buch. Es spielt mit einer Protagonistin, die ja über 40 ist, also moi. Und ja, da sind so viele Sachen dabei, wo ich denke so, okay, das kommt mir alles sehr bekannt vor. Ich konnte mich mit der Protagonistin super identifizieren, was total heftig ist. dafür, dass ich mich überhaupt nicht wie über 40 fühle. Nur null, kein bisschen. konnte ich mich mit ihr sehr gut identifizieren. Und der Schreibstil, der ist so gut, der ist so klasse. Ich muss unbedingt mehr von ihr lesen, definitiv. Es hätte mich ja so nicht wirklich angesprochen, das Buch, wenn es mir nicht empfohlen worden wäre. Und ich es dann im Urlaub gefunden hätte, als ich ein Exemplar mitgenommen habe. Aber wow, wirklich, hallo?
Wie gesagt, man kann nicht viel dazu sagen, außer dass es eben in der Protagonistin über 40 spielt und diese ganzen Problematiken, die man damit hat, also so, man fühlt sich irgendwie als Einzige ausgeschlossen oder einsam unter vielen oder ganz viele verschiedene Sachen. Und sie hat sich ihr Leben eben anders vorgestellt, als es jetzt endlich geworden ist, weil sie ist ihre Beziehung ist gescheitert, wobei das ist bei mir nicht der Fall zum Glück, aber sie hat einen Laden gehabt in Amerika, der ist auch, also eine Buchhandlung war es, glaube ich, gewesen. Büchercafé, genau. Und das hat nicht funktioniert, also ist sie zurück nach England, um da wieder Fuß zu fassen. Wohnt dann aber als Untermieter bei einem völlig schrägen Typen, der einfach sehr viel, also extrem umweltengagiert ist. Da darf man das Licht nicht anlassen, wenn man das Zimmer verlässt und solche Scherze. Und die Heizung auf keinen Fall höher als, ne, sowas. Genau, und sie muss irgendwie wieder klarkommen. Klar sind ihre Freunde da, aber irgendwie, alle haben Familie und sie haben die Karriere gemacht und sie eben nicht. Und denkt sie so, hä? Warum klappt es bei mir nicht? Warum ist bei allen alles perfekt und bei mir nicht? Ja, darum geht es in dem Buch vor allem und es ist einfach so, so witzig. Ich musste so viel lachen, das war richtig, richtig toll. Von daher schaut euch das Buch am besten mal an. So, und dann hat meine Mutter ein Buch aus der... Nein, Moment, wir haben erstmal ein E-Book, bevor ich es vergesse. Das E-Book habe ich letztes Jahr begonnen, im Sommer. Müsste auch so Juli, August rum gewesen sein und habe es dann jetzt endlich ausgelesen. Es spielt eher im September, also es ist eher so, der Sommer ist gerade vorbei und es geht in September über, deswegen war es für mich auch gerade so, Und es hatte auch dann so eine komische Wendung genommen, wo ich dachte so, okay, ich lege es mir erstmal zur Seite, lege es zur Seite, vor allem ist es ein E-Book. Egal. Und habe es dann dieses Jahr wieder in Angriff genommen und dachte, jetzt muss es mal ausgelesen werden. Ich habe ja nicht mehr so viel. Und deswegen habe ich Caroline Love, das Meeresrauschen, Moment, das Glück vom Meeresrauschen, ich habe es hier aufgeschrieben, von Caitlin Young, endlich beendet. Es hat von mir 4 Sterne bekommen, auch wenn es zwischendrin wirklich eine kleine Schwäche hat, wo ich da so, okay, die Wendung finde ich jetzt sehr, sehr merkwürdig. Hinterher dröselt sich alles so ein bisschen wieder auf, aber zwischendurch war das so ein bisschen abgeschwächt. Ansonsten auch wieder sehr schön. Das heißt schön, es beginnt sehr, sehr traurig, weil die Mutter der Protagonistin stirbt von Liza und sie geht zu ihren Wurzeln zurück oder soll zu ihren Wurzeln zurückgehen nach North Carolina, wo sie aufgewachsen ist, bevor ihre Mutter mit ihr nach Michigan gezogen ist. Und sie hat ihr Sterbebett noch gesagt, geht, besucht deine Tante und frag sie aus, sie wird dir alles erklären. Das war ihre Mission, mehr wusste sie nicht und damit ist sie losgezogen mit ihren beiden Freundinnen, und die sie begleiten wollten. Und ja, dann überschlagen sich die Ereignisse und es kommen Sachen ans Tageslicht, mit denen sie niemals gerechnet hatte. Ihre Welt bricht 10-mal zusammen mindestens. Deswegen war das mir einfach ein bisschen too much teilweise, aber wie gesagt, es dröselt sich hinterher noch ein bisschen auf, dass es dann doch nicht so viel war, wie man denkt. Und ja, deswegen 4 Sterne von mir. Wie gesagt, dann hat meine Mutter ein Buch aussortiert und sie meinte noch, ja, wenn es nichts für dich ist, dann sortiere es halt wieder aus. Aber statt es wieder auszusortieren, habe ich es direkt gelesen. Und zwar Lügenherz von Beatrix Gurian. Ein Arena-Thriller. Ich habe schon viel von Arena-Thrillern gehört. Ich habe auch einen weiteren hier, aber ich habe noch keinen gelesen. Deswegen war das mein erster Arena-Thriller. Meine Mutter meinte, ihr war das halt ein bisschen zu jung. Ja, logisch, das ist ein Jugend-Thriller. Das ist halt jetzt nichts, was irgendwie... ja, gut, Erwachsene lesen könnten. Ich bin auch erwachsen. Aber ich lese auch Kinder- und Jugendbücher. Also von daher, ne, ich schreibe auch Kinder- und Jugendbücher. Also von daher, ich bin in der Welt auch stehen geblieben. Für mich ist das noch völlige Normalität, das zu lesen und zu schreiben. Und von daher fand ich es auch klasse. Hier geht es nämlich um eine, ich glaube, die eine Protagonistin ist 18, 19 und die andere dürfte, glaube ich, 16 sein, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ich glaube, so genau wurde es auch gar nicht erwähnt. Ja, jedenfalls wird es aus beiden Sichten erzählt und jetzt muss ich gerade mal gucken, wie die beiden heißen. Ellie und Mila. Genau. Und Ellie wohnt schon alleine, weil sie halt mit ihrer Karriere, Familie nichts zu tun haben. Sie ist das so ein bisschen anders als ihre Eltern und ihr Bruder. Ihr Bruder ist immer der Sonnenschein, beziehungsweise der Star der Familie. Er hat
schafft alles, was er sich vornimmt. Und Ellie ist eher so, ja, sie ist die Künstlerin in der Familie, macht selber Schmuck und studiert das auch oder hat eine Berufsschule, irgendwie sowas. Und wohnt halt auch allein. Habe ich es erwähnt, dass sie schon alleine wohnt in so einer, ja, ehemaligen Garage tatsächlich. Also nicht mal eine wirkliche Wohnung, sondern es ist einfach ein großer Raum, der so ein bisschen abgetrennt ist mit Vorhängen und sowas allem, wo ihr Bett dahinter steht und aber ein separates Badezimmer schon hat. Hat sie ein separates Badezimmer, steht die Dusche auch immer irgendwo. Ich bin mir gerade nicht sicher. Hier ist eine ehemalige Garage, wo sie wohnt. Aber sie ist damit sehr zufrieden. Und dann lernt sie Mila kennen. Erst einfach nur ihre Kundin, die ein Schmuckstück von ihr kauft und dann freunden sich beiden an. Aber irgendwas stimmt mit Mila nicht und der Leser weiß irgendwann mehr, weil wir aus beiden Sichten lesen. Und ja, das ist schon heftig, was Mila da abzieht. Und deswegen auch Lügenherz, weil das Wort kommt auch im Buch vor tatsächlich. Und ja, es wird kritisch, es könnte über Leichen gehen, es ist wie gesagt ein Thriller und von daher ist es mega, mega spannend. Hat von mir auch 4 Sterne bekommen. Zu guter Letzt haben wir noch Flüsterwald, den ersten Band der dritten Staffel, die Magische Akademie, gefährliches Zauberchaos von Andreas Suchanek. Als das Buch bei mir ankam, hatte ich gerade noch ein anderes Buch in der Mache, also im Wickel und im Lesen unten, aber ich konnte dann, ich glaube einen Tag später oder am gleichen Tag, weiß ich nicht, konnte ich nicht mehr an mich halten und musste es natürlich gleich sofort lesen. Es geht bei diesen Büchern nicht anders. Ich muss es dann sofort lesen. Und es hat mich wieder nicht enttäuscht. Es war richtig, richtig großartig. Vor allem, wenn wir jetzt in der magischen Akademie sind. Ist ja sowieso da wieder meins, ne? So Akademie, Schule. Und ja, da geht so ein bisschen was schief an ihrem ersten, an ihrem ersten Wochenende. Es ist ja, spielt ja nachts, der Flüsterwald ist ja immer alles nachts. Aber es wird so gemacht, dass sie eben nicht die ganze Nacht einfach nur durchmachen und dann völlig geredet sind. Da gibt es eine Möglichkeit für, dass auch die Eltern sie nicht vermissen. Es ist gut gemacht. Und an jedem Wochenende ist halt diese Schule und oder der Unterricht dafür, damit sie die normale Schule eben nicht verpassen. Logischerweise, weil ihre Eltern dürfen ja nichts davon wissen. Und an ihrem ersten Wochenende geht so einiges schief. Und von daher wieder richtig, richtig spannend gemacht. Und ich freue mich darauf, wie es weitergeht. Denn natürlich ist das nicht der letzte Band der Staffel. Es fängt ja gerade erst an. Hat von mir 5 Sterne bekommen. Logisch. Was soll ich zum Schluss damit noch sagen? Jetzt noch ein kleines bisschen Statistik. Ich hatte insgesamt 5 Neuzugänge. Warum steht hier 4 gelesene Bücher, wenn ich 5 gelesen habe? Ach du meine Güte. Da habe ich vor eins vergessen. Das würde ich nochmal korrigieren. Ist ja verrückt. Neue Bücher. Ich habe die Zahlen nur falsch. Ich habe die Zahlen verdreht. Ich habe bei neue Bücher 5 und bei gelesenen Bücher 4 und es ist genau andersrum. Also ich habe 4 Neuzugänge. Bei einem Neuzugang habe ich ja schon gelesen gehabt vorher. Und 5 gelesene Bücher. Ich habe die Zahlen verdreht. Super, da ist mein Sub sogar noch mehr gesunken. Das ist ja schön. Und für jedes neue Buch habe ich auch ein anderes Buch aussortiert. Und ich habe somit auch wieder 4 Bücher aussortiert. Eigentlich sogar 5, weil ein gelesenes Buch. Aber dafür kommen wir dann beim nächsten Video. Und von daher klappt das ganz gut mit dem, ich habe ein neues Buch. Und es geht sofort wieder ein anderes Buch, was ich noch nicht gelesen habe, vom Sub runter. Langsam wird aber tatsächlich schwierig, das so einzuschätzen. Einfach nur, um die Bücher zu sehen und zu sagen, okay, das brauche ich nicht mehr. Wird schwieriger. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das wirklich so hinbekomme in Zukunft oder ob ich mich einfach noch mehr zurückhalten muss, mit dem neue Bücher zu mir kommen. Schauen wir mal. Weil ich kann nicht einfach nur sagen, okay, ich nehme jetzt ein Buch raus und das fliegt dann weg. Da werde ich dann sehen, denke ich mir so, weiß nicht. Es gibt noch 2, wo ich mir nicht ganz sicher bin. Aber auch da würde ich, glaube ich, erstmal anlesen wollen. Schwierig. Wir werden sehen, wie es im September und die nächsten Monate läuft. Aber im Moment, denke ich mir, könnte es knirsch werden. Ich muss mehr lesen. Gucken wir mal. Okay, das war's von mir. Und welche Bücher habt ihr im August gelesen? Was war euer Highlight? Also mein neben Flüsterwald war mein Held auf jeden Fall Je größer der Dachschaden und so. Das war echt mega überraschend, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und ja, das war's von mir, wie gesagt. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.